Während die Queen zu all dem Trubel rund um Meghan und Harry schweigt, geben diese zurzeit weiterhin fleißig Interviews zur königlichen Familie und ihrem Leben als Royals. Derzeit im Fokus der Querelen, der Name der neugeborenen Lilibet Diana. Wurde die Queen nun um Erlaubnis gefragt oder nicht? Denn der Name war der Spitzname, den der kürzlich verstorbene Ehemann Philip seiner Frau immer gab. Nun eine klare Ansage seitens Elisabeth II. Sämtliche Aussagen über die Royals werden am Hofe geprüft und dann gegebenenfalls korrigiert. Das ist eine klare Abkehr von der Linie nie beschweren, nie erklären.